Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einem heftigen Streit über die geplanten Steuererhöhungen hat heute im Bonner Bundestag die dreitägige Haushaltsdebatte begonnen. Der frühere SPD-Kanzlerkandidat Lafontaine sprach vom größten Täuschungsmanöver in der Geschichte der Bundesrepublik. Unterwarf der Regierung vor, noch immer kein klares wirtschaftspolitisches Konzept für den Aufbau in den neuen Ländern zu haben. Demgegenüber bezeichnete Finanzminister Weigel bei der Einbringung des 400 Milliarden Mark-Etats die inzwischen beschlossenen staatlichen Hilfen für Ostdeutschland als ein Optimalprogramm. Die Kritik der SPD an den vorgesehenen Steuererhöhungen wies Weigel als reine Pflichtübung zurück. Zur Debatte ein Bericht von Gerd H. Pelletier. Der Ihnen heute zur ersten Beratung vorliegende Entwurf des Bundeshaushalts 1991 ist der Haushalt der Wiedervereinigung. Mit diesen Worten präsentierte der Finanzminister heute dem Bundestag den Etat 91. Verspätet zwar, aber 5 Monate nach Vollzug der Einheit, einen Haushalt, der sich zu einem Viertel mit den Kosten der Vereinigung befasst. Damit aber zugleich eine Kehrtwendung in puncto Steuererhöhungen einzugestehen, machte Theo Weigel sichtlich wenig Freude. Eine Fehleinschätzung der Lage in Ostdeutschland mochte der Minister schon gar nicht zugeben. Die SPD unterstellt uns, wir hätten die Probleme im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung verharmlost und mögliche Belastungen den Bürgern verschwiegen. Richtig ist, niemand konnte im letzten Jahr und niemand kann heute die Gesamtinvestitionen für den vollen Anschluss der neuen Bundesländer an die Wirtschaftskraft des westlichen Teils Deutschlands beziffern. Bemerkenswert ist nicht die Tatsache von Steuererhöhungen im Frühjahr 1991, sondern der Zeitraum, in dem wir ohne sie ausgekommen sind. Wenn die Ausgaben für den Golfkrieg nicht auf uns zugekommen wären, hätten wir in 91 die Steuern auch nicht erhöht. Das ist die Wahrheit. Von der Länderbank aus schritt Oskar Lafontaine, der unterlegene Kanzlerkandidat der SPD, zur Antwort und Abrechnung mit der Regierung. Kläglicher als mit dem Krieg am Golf hätte sich eine Steuererhöhung kaum begründen lassen. Die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern stellen heute die Frage, warum diese Koalition zur Finanzierung des Krieges Steuererhöhungen für vertretbar hält, um ihnen zu helfen, aber nicht. Und diese Frage ist mehr als berechtigt. Diese Menschen sind enttäuscht. Und die tiefere Bedeutung des Wortes Enttäuschung ist doch wohl die, dass eine Täuschung offenkundig geworden ist. Und die Glaubwürdigkeit der deutschen Politik werde dadurch gefährdet. Werde aber Politik nun wieder berechenbar, will auch die SPD trotz aller Kritik die Finanzkosten der deutschen Einheit mittragen. Das Duell Weigel-Lafontaine blieb der Höhepunkt des ersten Tags der Haushaltsdebatte. Für den SPD-Politiker war es gleichzeitig die Rückmeldung auf die Bonner Bühne. Die Bonner Koalitionsparteien verständigten sich heute auf eine geänderte Eigentumsregelung, die noch in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden soll. Bis Ende kommenden Jahres soll es weitgehende Ausnahmeregelungen geben, um Investitionen in den neuen Ländern zu erleichtern und Arbeitsplätze zu sichern. Grundsätzlich aber bleibt es bei dem Prinzip Rückgabe vor Entschädigung für enteignete Grundstücke und Betriebe in der früheren DDR. Die Koalitionsvereinbarung entspricht dem gestern in der FDP ausgehandelten Kompromiss. Nach Auffassung der SPD reichen die vorgesehenen Ausnahmen nicht aus, um die Unsicherheiten für Investoren auszuräumen. In Ostdeutschland sollen 2 neue Kernkraftwerke gebaut werden, eines in Greifswald, das andere in Stendal. In einem Gespräch mit den Vorstandschefs der Unternehmen Bayernwerk, Preußen Elektra und RWE sicherte Wirtschaftsminister Möllermann heute zu, den Bau zu unterstützen. Bei der Stromerzeugung in den neuen Ländern halte er, Möllermann, die Kernenergie aus umweltpolitischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen derzeit für unverzichtbar. Zahlreiche Warnstreiks im öffentlichen Dienst legten heute in vielen Städten wie hier in Köln den Nahverkehr lahm. Busse, Bahnen und Straßenbahnen blieben in ihren Depots oder an Haltestellen für mindestens 1 Stunde stehen. Auch in Hannover kamen Tausende zu spät zur Arbeit. Allerdings blieb das befürchtete Verkehrschaos aus. Besonders betroffen von den Arbeitsniederlegungen war auch heute die Postzustellung.
Etwa 10 Millionen Briefe und Pakete blieben unbearbeitet liegen. Die Gewerkschaften protestieren mit den Warnstreiks und mit Demonstrationen gegen das Arbeitgeberangebot von 4,1% mehr Lohn und Gehalt. Sie fordern für rund 2,3 Millionen Beschäftigte 10% mehr Geld. Die Deutsche Reichsbahn und die Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands haben sich heute in Berlin auf einen Tarifvertrag zum bevorstehenden Personalabbau verständigt. Ziel ist es, Entlassungen weitgehend zu vermeiden. Freiwillig ausscheidende Eisenbahner sollen ein Übergangsgeld erhalten. Bei Versetzungen soll es keine Lohneinbußen geben. Die Reichsbahn plant, bis 1995 rund 60.000 der 230.000 Stellen abzubauen. Die Bundesbahn hat im vergangenen Jahr ihre Fahrt in die roten Zahlen fortgesetzt. Sie erwirtschaftete ein Defizit von rund 5 Milliarden Mark, 1,1 Milliarden Mark mehr als 1989 und damit das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Dürr liegt der Verlust jedoch um 300 Millionen Mark unter der Vorgabe des Wirtschaftsplanes. Dürr mahnte politische Entscheidungen an. Ohne sie seien Arbeiten nach unternehmerischen Gesichtspunkten nicht möglich. Dazu gehöre eine rechnerische Trennung von Schienennetz und Betrieb. Um die Bahn attraktiver zu machen, sollen zum Fahrplanwechsel im Juni die ersten Hochgeschwindigkeitszüge verbunden mit einem neuen Preissystem eingesetzt werden. Außerdem sei eine stärkere Anbindung der großen Städte in den neuen Ländern an den Intercity-Verkehr vorgesehen. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe begann heute die Verhandlung über die berufliche Zukunft von mehr als einer halben Million Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in der ehemaligen DDR. Einige klagen gegen die sogenannte Warteschlangenregelung im Einigungsvertrag, nach der sie bis Mitte dieses Jahres ohne zu arbeiten 70% der Bezüge erhalten, danach aber vermutlich arbeitslos werden. Knapp 100 der 300 Beschwerdeführer waren die Nacht über von Berlin aus in Bussen angereist. Sie alle gehören zu denen, die nach dem Einigungsvertrag spätestens ab 1. Juli auf der Straße stehen, also arbeitslos sind. Ein Grund, warum sie zum Bundesverfassungsgericht gegangen sind. Ein anderer: Ganz einfach der erste Satz des Grundgesetzes. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Und man hat den Ostteil oder die DDR diesem Grundgesetz angeschlossen. Und das muss auch für uns gelten. Warum wurden im Einigungsvertrag für uns Gesetze außer Kraft gesetzt? Und da sehen Sie vor allem Ihr Grundrecht auf freie Berufsausübung verletzt, Ihre Existenzgrundlage gefährdet. Ihr Anwalt: Das Grundrecht der Berufsfreiheit ist deshalb verletzt, weil der Einigungsvertrag durch Gesetz den Arbeitsvertrag fristlos beendet und damit die Beschwerdeführer keine Rechtsschutzmöglichkeit haben. Von der sogenannten Warteschleifenregelung sind rund 600.000 Beschäftigte in der Ex-DDR betroffen, vom Tierpfleger bis zum Botschafter. All das war damals öffentlicher Dienst. Die Bundesregierung hielt dagegen, dass sie rechtlich nicht verpflichtet gewesen sei, den völlig übersetzten DDR-Staats- und Verwaltungsapparat zu übernehmen. Ihr Argument vor Gericht: Die Bundesrepublik sei nicht Rechtsnachfolgerin der DDR geworden. Die heutige Verhandlung war auch ein Signal an die Bürger der ehemaligen DDR, dass das Bundesverfassungsgericht nicht nur Eigentumsfragen ernst nimmt, sondern auch die sozialen Probleme. Und davon gibt es, das machte die lebhafte Verhandlung deutlich, eine ganze Fülle. Für die Bundesverfassungsrichter aber dürfte im Mittelpunkt ihrer Entscheidung stehen, ob die Handhabung der sogenannten Warteschleife der verfassungsrechtlichen Wirklichkeit entspricht. Der Schwangerschaftsabbruch soll nach Ansicht des Deutschen Juristinnenbundes in den ersten 12 Wochen nicht mehr unter Strafe gestellt werden. Die Organisation legte heute in Bonn ein Diskussionspapier vor, das neben der Streichung des gesamten Paragraphen 218 eine qualifizierte und freiwillige Beratung sowie soziale Hilfsangebote an die Frauen umfasst. Das Konzept, so die Juristinnen, respektiere die eigenverantwortliche Entscheidung der Schwangeren und gewährleiste den größtmöglichen Schutz für das ungeborene Leben. Auch die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in den neuen Bundesländern sprachen sich für eine Beibehaltung der dort geltenden Fristenlösung aus. Nach einer Umfrage der in Halle erscheinenden Zeitung Neue Presse Express tritt die Beauftragte in Thüringen, Hübeler, jedoch für eine Pflichtberatung ein. Auf seiner Rundreise durch den Nahen Osten erwarteten US-Außenminister Baker heute an seinem zweiten Tag in Israel schwierige Gespräche. Sowohl bei seinem Treffen mit Ministerpräsident Shamir als auch bei der Unterredung mit Vertretern der Palästinensern versuchte er, die Chancen des amerikanischen Nahostfriedensplanes auszuloten. US-Außenminister Baker auf einem Hubschrauberflug über die von Israel besetzten Gebiete. Hier lernte er die geografische Wirklichkeit des Nahostkonflikts kennen. Er sah die Golanhöhen und das Westjordanland
Gebiete, aus denen sich Israel laut UN-Resolution 242 zurückziehen muss. In dem Gespräch, das Baker mit Ministerpräsident Shamir führte, war der Grundsatz Territorium für Frieden der entscheidende Meinungsunterschied. Shamir und seine Rechtsregierung wollen die besetzten Gebiete nicht preisgeben. Unter den Protesten rechtsradikaler Israelis traf Baker mit prominenten Palästinensern aus den besetzten Gebieten zusammen. Sie sind die Schlüsselfiguren, mit denen Israel über die Lösung des Palästinenserproblems verhandeln muss, wenn es nicht mit der PLO sprechen will. Dieses Treffen kam sozusagen in letzter Minute zustande, nachdem die PLO in Tunis den führenden Palästinensern der besetzten Gebiete grünes Licht gab. Damit ist die PLO hier indirekt mit im Spiel. Aber besser die PLO, sagen hier viele, als die islamischen Fundamentalisten, die Bakers Besuch mit Terror begegneten. Wir trafen den amerikanischen Außenminister auf Befehl der PLO. Sie sagte, ihr müsst Baker treffen. Ohne diese Botschaft wäre heute kein Palästinenser mit dem US-Außenminister zusammengetroffen. Die irakische Armee setzt offenbar Napalm im Kampf gegen die Aufständischen ein. Im Iran sind nach Angaben von Radio Teheran Flüchtlinge mit Brandwunden angekommen, die von Napalm stammen müssen. Im Norden des Landes hat die irakische Führung angeblich 5000 Zivilisten aus dem Gebiet von Kirkuk als Geiseln genommen. Nach Angaben von kurdischen Oppositionsgruppen droht die Regierung mit ihrer Tötung, falls der Aufstand nicht beendet wird. Knapp zwei Wochen nach Beendigung des Golfkrieges hat sich die Organisation Erdöl exportierender Staaten heute in Genf auf eine Drosselung der Ölförderung geeinigt. Im Zeitraum von April bis Juni dieses Jahres sollen täglich nur noch 22,3 Millionen Barrel gefördert werden. Das sind 1 Million weniger als bisher, um die Preise stabil zu halten. Ein Barrel entspricht 159 Liter. Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste läuft in Belgrad zur Stunde eine Sondersitzung des jugoslawischen Staatspräsidiums. Die Opposition befürchtet eine Verhängung des Ausnahmezustandes. Zwei Forderungen der Demonstranten wurden heute erfüllt. Die Fernsehspitze in Belgrad trat zurück. Der inhaftierte Führer der größten serbischen Oppositionspartei wurde freigelassen. Der Aufmacher der abendlichen 5 Uhr Nachrichten des serbischen Fernsehens ließ den ganzen Ernst der Lage erkennen. In einer Erklärung meinte Staatspräsident Jovic, die Führung des Landes sei paralysiert und könnte ihre verfassungsrechtlichen Verpflichtungen praktisch nicht mehr wahrnehmen. Deshalb werde das Staatspräsidium nun in seiner Eigenschaft als, so wörtlich, oberster Kommandant der Streitkräfte tagen. Im Klartext, die Armee ist offenbar dabei, die Macht im Staate zu übernehmen. Es droht der immer wieder befürchtete Ausnahmezustand. Mit dieser Eskalation reagiert der Serbe Jovic auf die nun schon 45 Stunden andauernden Demonstrationen von Schülern, Studenten und Intellektuellen. Zehntausende forderten heute in der Belgrader Innenstadt erneut die Freilassung der inhaftierten Oppositionspolitiker und nicht mehr nur den Rücktritt des Innenministers, sondern der gesamten serbischen Regierung. Ein Student sagte uns, wofür er demonstriert. Für Wahrheit, für Freiheit. 45 Jahre sind wir hier wie im Gefängnis. Wenig später auf einem Friedhof in Belgrad. Der Polizist wird zu Grabe getragen, der am Samstag getötet worden war. Der Staat nutzt diese Beerdigung zu einer demonstrativen Schaustellung seiner Macht. Sollten sich die Putschgerüchte hier bestätigen, so ist zu befürchten, dass noch viele solcher Beerdigungen folgen werden. Der Berliner Fußballclub Hertha BSC, Tabellenletzter der Bundesliga, hat sich heute von seinem Trainer Pal Czernay getrennt. Czernay musste nach nur 117 Tagen wegen Erfolglosigkeit gehen. Sein Nachfolger ist Peter Neururer, der bis Dezember Schalke 04 trainiert hat. Und nun aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 13. März. Auf dem Satellitenfilm ist über Nordeuropa dichte Bewölkung zu sehen, während der größte Teil Mittel- und Südeuropas nur gering bewölkt ist. Gleichförmig helle Flecken, vor allem über Deutschland, zeigen Nebelfelder. Sie lösten sich im Tagesverlauf zum Teil nur zögernd auf. Gleichzeitig entwickelten sich gebietsweise Quellwolken. Unser Vorhersagegebiet verbleibt weiterhin im Einflussbereich eines Hochs, das auch morgen seine Lage kaum verändert.
Somit wird weiterhin milde Luft von Süden herangeführt. Die Vorhersage für morgen. Gebietsweise länger andauernder Nebel. Sonst überwiegend sonnig. Tiefsttemperaturen um 5, im Südosten örtlich bis 0 Grad. Tageshöchstwerte 13 bis 17, in Nebelgebieten um 10 Grad. Allgemein schwachwindig. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag wenig Änderung. Wir melden uns wieder um 22:30 Uhr mit den Tagesthemen.